Liebe Freunde, ich melde mich aus Kanab. Wir sind in der heißen Phase des Wahlkampfs oder besser gesagt eigentlich schon im Endspurt. Infostand hier heute seit morgens 10 Uhr. Das machen wir so bis 12. Danach fahre ich heute nach Mülheim, unterstütze da die Kollegen bei einer größeren Veranstaltung und abends bin ich dann wieder hier zu meiner Biertrinkgeschichte, die übrigens super läuft. Also das öffentliche Bewerben von Trink mal ein Bier mit mir klappt hervorragend. Wir haben keinerlei Gegenmaßnahmen mehr von diesen vermeintlichen Antirassisten. Die lassen uns völlig in Ruhe. Die Wirte im Essener Norden stehen alle hinter mir, obwohl teilweise die hart angegangen wurden. Da hat keiner ein Problem mit Guido Reil und der AfD. Unsere Plakate bleiben mittlerweile hängen. Also am Anfang wurden sie regelmäßig abgehangen. Aber mittlerweile haben sie wohl aufgegeben, weil wir am nächsten Tag die immer wieder aufgehängt haben. Naja, also so funktioniert engagierter Wahlkampf. Wir haben richtig Bock. Und wir haben auch eine neue Geheimwaffe, die möchte ich euch mal zeigen, die süßeste Quietscheende ever. Glück auf Mülheim! Jo, die schwierigste Aufgabe habe ich geschafft heute. Ich passe hier rein. Ich hatte wirklich Sorgen, dass ich mir den Kopf stoße, aber ich habe es geschafft, Gott sei Dank. Ja, liebe Freunde, ich habe hier gerade gehört von den toleranten Demokraten da drüben, ganz Mülheim hasst die AfD. Tolerante Demokraten, vermeintlich tolerante Demokraten, die Hass im Herzen haben. Also wir hassen niemanden. Wir haben die Liebe im Herzen und wir sind heute hier, weil wir Mülheim lieben, weil wir NRW lieben und weil wir unsere Heimat, weil wir Deutschland lieben, liebe Freunde. So, jetzt kommen wir mal zu dem nächsten wichtigen Thema hier für Kanab und für Essen, den Weiterbau der A52. Also die A52 wurde irgendwann mal Mitte der 50er Jahre geplant und sollte im Prinzip von Haltern bis mindestens Düsseldorf gehen. So, und da wurden immer nur Teilabschnitte realisiert. Also man kann im Moment wunderbar von Düsseldorf bis zum Autobahnkreuz Essen-Ost fahren und dann ist Schluss. Und weiter geht es dann erst wieder in Gelsenkirchen-Buer. Da ist die A52 dann gebaut zwischen Gelsenkirchen-Buer und Haltern. Und dazwischen ist nichts. So, und jetzt plant man schon seit ungefähr 30 Jahren, die Lücke zu schließen. Und damit will man jetzt tatsächlich beginnen. Und dieser Abschnitt, über den wir jetzt gerade fahren, die 224, die ja wirklich hervorragend ausgebaut ist, dieser Abschnitt wird tatsächlich jetzt als erstes zur A52. Also auf diesen wirklich, ich sage nochmal, hervorragend ausgebauten Bundesstraße, daraus wird eine Autobahn. Und anfangen tun die jetzt auch nicht von Buer Richtung Essen, was irgendwo Sinn machen würde, weil so der Verkehr fließt, nee, umgekehrt. Wir machen jetzt erstmal einen Teilstrick von Essen-Kanab aus bis nach Bottrop und dann das nächste Stück von Gladbeck bis nach Buer. Das wollen die jetzt bauen. Also ich war grundsätzlich immer ein großer Befürworter der A52, weil wir dann endlich eine vernünftige Nord-Süd-Verbindung durch Essen hätten. Weil die brauchen wir dringend, weil die Verkehrssituation eine Katastrophe ist. Weil du unglaublich lange brauchst, um von dem Essener Norden in den Essener Süden zu kommen. Ich persönlich glaube, das sollte auch so sein. Also die Kollegen im Süden haben überhaupt keine Lust dazu, dass wir uns da so oft rumtreiben. Also für mich ist es schneller und einfacher, zum Beispiel nach Düsseldorf an den Rhein zu gehen oder zum Chemnader See zu fahren, von Kanab aus, als zum Baldener See. Deswegen bin ich da fast nie. Also ich war immer ein großer Freund der A52, aber ich glaube erstmal, es ist nicht realistisch, die wird niemals gebaut werden. Dann gibt es einen Bürgerentscheid, dann sind die Bürger sowieso dagegen, weil wer hat heute noch Bock auf 10, 20 Jahre Baustelle? Wenn nicht noch länger. Man weiß ja, dass so öffentliche Bauprojekte in Deutschland
immer länger werden und immer viel mehr Geld kosten, als ursprünglich geplant ist. Aber die Geschichte jetzt hier zu machen, halte ich wirklich schon für einen Schildbürgerstreich. Also wenn man die Autobahn baut, dann baut man sie ganz und dann baut man sie auch durch Essen. Jetzt wird ein Teilstück gemacht für viel, viel Geld, auch mit einer Riesenbaustelle, da im Prinzip keiner braucht, weil die B225 ist in dem Bereich super ausgebaut. Also sie braucht kein Mensch. Es bringt auch nur Probleme mit sich, nämlich für die Anwohner der Ahrenbergstraße. Weil die B52 kriegt natürlich eine Abfahrt und die geht über die Ahrenbergstraße. Also die einzige Möglichkeit, dem Dauerstau zu entkommen, wenn man über diese, wenn sie dann fertig gebaut ist, A52 nach Essen reinfährt und dann im Nadelöhr Gladbecker Straße festsitzt. Also da geht es dann nicht weiter, das weiß jeder. Da gibt es auch keine vernünftigen Konzepte zu. Die einzige Möglichkeit ist, vorher abzufahren. Und zwar in Karnap auf die Ahrenbergstraße. Das ist jetzt noch eine schöne Ampelanlage. Und jeden Morgen gibt es dann großen Rückstau. Also der Verkehr wird hier im Prinzip über mehrere Ampeln gedrosselt auf die Gladbecker Straße geführt. Das ist zwar nicht schön, macht aber Sinn. Denn wenn die da alle gleichzeitig ankommen, bricht im Bereich der Gladbecker Straße hinter der Auffahrt zur A42 alles ganz vorbei, ganz zusammen. Wahrscheinlich kommt man noch nicht mal zur Auffahrt der A42. Also die einzige Chance ist, abzufahren. Und das ist ein großes Problem. Denn dadurch wird sich das Verkehrsaufkommen auf der Ahrenbergstraße natürlich deutlich erhöhen. Deutlich. Davor habe ich übrigens schon vor 8 Jahren gewarnt. Damals gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Ulmbruch, der mittlerweile der Sprecher der CDU-Ratsfraktion ist. Im Rat der Stadt Essen. So sieht es jetzt aus. In einigen Jahren haben wir hier eine Autobahnabfahrt. Und weiter da hinten, wie ich gesagt habe, beginnt die Gladbecker Straße. Also der Verkehr kann komplett hier durchknallen. Und wer da nicht im Stau stehen möchte, der kann nur hier abfahren. Und dann wird ein Riesenproblem geben. So, und wie wir jetzt an den zahlreichen Transparenten hier sehen, haben die Anwohner der Ahrenbergstraße jetzt schon ein riesiges Problem mit dem Verkehr und würden hier gerne Tempo 30 einführen. Und es gibt tatsächlich Lokalpolitiker, die meinten, das wäre realistisch. Das ist natürlich ein Treppenwitz. Also wenn hier aus der Ahrenbergstraße ein Autobahnzubringer wird, ist es völlig ausgeschlossen, dass es hier eine Tempo-30-Zone wird. Völlig ausgeschlossen. Also, die Anwohner haben jetzt Probleme und die werden in Zukunft noch deutlich mehr Probleme kriegen. Und die einzige Lösung, vernünftige Lösung ist, die A52 nicht zu bauen. Jedenfalls diese Teilstücklösung nicht zu bauen. Also entweder baut man eine Autobahn ganz oder gar nicht. Und wie gesagt, ich hätte sie eigentlich gerne, aber ich kann nicht durch die Gegend laufen und sagen, ich bin der große Realist. Wenn ich realistisch bin, sie wird nie kommen. Und deswegen lasst den Blödsinn mit den Teilregelungen, mit den Teilstrecken und entlastet damit die Anwohner der Ahrenbergstraße.